Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ich dieses französische Wandbild gestaltet habe und was ich dafür benötigt habe. Ich habe mir einen Bilderrahmen im Action gekauft, der hat A4 Größe und den werde ich dafür zweckentfremden. Die Glasscheibe kommt raus, der Hintergrund kommt raus und diese silberne Verzierung an dem Bilderrahmen, die gefällt mir natürlich auch nicht. Das würde jetzt auch zu diesem Bild überhaupt nicht passen. Deswegen grundiere ich den jetzt erstmal mit Bonding Primer, weil ich den dann später noch mit Kreidefarbe weiß anstreichen möchte. Und damit diese Kreidefarbe haftet, muss ich den jetzt erstmal mit Bonding Primer grundieren. Dafür nehme ich diesen Schwammpinsel, das geht am allerbesten, und damit tupfe ich den jetzt erstmal ringsrum ein, auch die Ränder nicht vergessen. Ja, und jetzt, wie gesagt, benutze ich diesen. Ach so, erstmal habe ich jetzt diesen Hintergrund mit einem Naturhaarpinsel und dieser Rustoleum Antikweiß Kreidefarbe eingestrichen, weil ich diesen Hintergrund natürlich gleich verwenden werde. Und immer in eine Richtung streichen, nicht kreuz und quer. Insgesamt habe ich zwei Farbschichten aufgebracht, zwischendurch natürlich die erste trocknen lassen und dann, wenn das getrocknet ist, die zweite Farbschicht aufbringen und halt immer in eine Richtung streichen. Das sieht sonst nicht schön aus. So, und jetzt dieselbe Kreidefarbe nehme ich jetzt für diesen Rahmen. Auch alles schön einstreichen. So, jetzt mische ich mir eine Farbe an. Dafür benutze ich eine Multisurface-Farbe von Ideen mit Herz im Farbton Taupe und eine herkömmliche Acrylfarbe in Violett. No Name kann ich euch jetzt nicht sagen, die habe ich schon ewig in meinem Fundus. Und das mische ich jetzt erstmal zusammen, bis ein Farbton entsteht, der mir gefällt. Weil ich möchte dann mittels eines Stempels etwas auf dieses Bild aufstempeln und dafür benutze ich diese Farbe. Man kann also auch mit Farbe stempeln. Man muss nicht zwingend nur Stempelfarbe benutzen. Das geht genauso gut mit einer Acrylfarbe oder einer Kreidefarbe, die man auf den Stempel aufbringen kann. Und jetzt mische ich mir, wie gesagt, erstmal den für mich passenden Farbton und benutze jetzt hier diese Stripes-Serie von Redesign oder Redesign. Das ist hier so ein Mehlsack-Streifen-Stempel, würde ich das jetzt mal bezeichnen, wie auf alten Mehlsäcken. Und den benetze ich jetzt mittels eines Schwammpinsels mit Farbe. Auftupfen. Erstmal nicht zu viel Farbe, sonst verschmiert das später. Lieber zu wenig als zu viel. Vorsichtig halt auf diesen Stempel auftupfen die Farbe und dann nochmal insgesamt so in streichenden Bewegungen das alles nochmal schön verteilen. Sollte da etwas daneben gegangen sein in die Zwischenräume des Stempels, das wischt man weg, so wie hier zu sehen.
Mit einem feuchten Babytuch funktioniert das gut. Und nun den Stempel mittig platzieren auf dieses Layout. Vorsichtig. Und dann schön Druck ausüben, mit einer Hand immer gut festhalten, dass nichts verrutscht. Eine Hand hält den Stempel fest und die andere überträgt das Stempelmotiv auf den Untergrund. Da kann man schön überall Druck ausüben. Wichtig ist, dass man immer mit einer Hand gut festhält, sonst verrutscht der Stempel und alles verschmiert und dann ärgert man sich, dann sieht es nicht mehr schön aus. So, genau so wollte ich das haben. So leicht distressed, also kein kompletter Abdruck, sondern so leicht verwittert, und so wollte ich das haben. Jetzt lackiere ich das alles mit einem matten Lack, Soft Touch Varnish von PentArt, damit wir später auf dem Bild weiterarbeiten können und eventuelle Klecksereien, die dann entstehen, gut wegwischen können. Das funktioniert nur, wenn man das vorher lackiert. Und da ich eine matte Oberfläche möchte, benutze ich auch einen matten Lack und keinen glänzenden. Und da eignet sich dieser Soft Touch Varnish von PentArt sehr gut dafür. Nun benutze ich Transfers, die sind auch von Redesign, und zwar nennen die sich French Labels. Da suche ich mir jetzt zunächst erstmal etwas aus, was mir gefällt, und übertrage die dann auf mein späteres Bild. Die Entscheidung fällt nicht immer leicht. Je größer die Auswahl, desto schwieriger ist die Entscheidung. Ja, ich habe jetzt tatsächlich etwas gefunden, und zwar diesen Blätterkranz, und den übertrage ich jetzt mit diesem Transferstick. Das ist nicht der originale, der bei diesen Transfers dabei ist. Redesign benutzt dafür oder legt dafür Holzstäbchen bei. Man sieht das da rechts im Bild, neben der Mischpalette liegt das Stäbchen. Es sieht aus wie so ein Eisstiel. Also damit komme ich überhaupt nicht klar. Das Holz ist zu weich und man kann nicht den nötigen Druck aufbauen, den man benötigt, um das Transfer zu übertragen. Zumindest auf speziellen Oberflächen nicht. Und das hier ist eine spezielle Oberfläche, das habe ich dann auch gemerkt. Durch diese Pinselstriche mit dem Naturhaarpinsel hat man so eine gewisse Struktur auf diesem Bild. Und es ist halt keine ebenmäßige, glatte Oberfläche, und dadurch hat sich das etwas schwieriger gestaltet. Letztendlich hat es funktioniert, hat aber doch lange gedauert. Und ich wollte eigentlich noch ein zweites Transfer aufbringen, aber davon habe ich dann abgesehen. Das war mir dann doch zu langwierig. Und ich habe mich dann im Nachgang für einen weiteren Stempel entschieden, und zwar für diese hier von IOD Antiquities. Habe ich mir zwei ausgesucht, die ich dann da noch auf das Bild aufgestempelt habe. Ja, die färbe ich zunächst ein mit der Permanent Tinte oder Stempelfarbe von Stazon in der Farbe Schwarz. Das gleiche Prinzip, den Stempel gut platzieren, mit einer Hand kräftig festhalten, dass nichts verrutscht, und mit der anderen Druck ausüben, dass sich der Stempel überträgt auf das Bild. Wenn man das schön vorsichtig macht, geht da auch nichts schief. Ja, den zweiten Stempel auch noch mit Farbe benetzen und aufstempeln.
So, das Transfer war mir alles in allem, sah mir das zu neu aus für so ein altes Bild. Also habe ich Sandpapier genommen mit 20er Körnung und habe da noch mal ein bisschen drüber weggerieben, dass das so ein bisschen verwittert aussieht. Und jetzt benutze ich diese Silikonform auch von Redesign. Und zwar Lavender Harvest, also Lavendelernte. Das sind wunderschöne Lavendelblüten und sehr detailreich dargestellt. Eine sehr schöne Silikonform und für meine Zwecke hier gerade passend. Die streiche ich jetzt erstmal mit Maisstärke oder Speisestärke ein, dass diese Modelliermasse dort nicht drin haften bleibt und die gut wieder rauskommt. Also alles erstmal schön mit Speisestärke einpinseln. Und die überschüssige Speisestärke, was zu viel ist, das klopft man dann vorsichtig aus der Form wieder raus, so nach unten. Genau. Und jetzt habe ich hier meine Modelliermasse aus dem Action und die benutze ich jetzt, um mir die einzelnen Lavendelblüten aus der Form herauszuarbeiten. Streiche ich alles wieder mit den Fingern schön ein und den Überschuss schiebe ich vom Rand weg mit meinen Fingern. Ich komme damit am besten klar. Man kann dafür auch eine, zum Beispiel eine alte Kreditkarte oder eine alte Krankenversicherungskarte, irgend sowas nehmen, um dann oben drüber das überschüssige Material oder die überschüssige Modelliermasse wegzustreichen. Das geht auch, aber ich komme am besten mit dieser Methode zurecht. Ja, jetzt noch die letzten Blüten herausarbeiten. In der Silikonform sind auch zwei kleine Bienchen und die benutze ich natürlich auch. Jetzt streiche ich da nochmal Modelliermasse ein, damit ich die zwei kleinen Bienen, die dann den Lavendel besuchen, auch noch herausarbeite. Die Form schön flexibel nach oben biegen und dann mit Hilfe der Schwerkraft kommt das eigentlich immer gut raus, wenn man das mit Speisestärke eingepinselt hat. So, jetzt ordne ich das erstmal an. Das dauert jetzt auch wieder eine Weile, bis mir das gefällt. Ich möchte so einen Lavendelstrauch oder Strauß darstellen und das wird jetzt immer wieder verschoben, bis mir die Anordnung der Blüten gefällt und das dann seinen endgültigen Zustand erreicht. Da muss man etwas ausprobieren, wie das am besten passt und harmoniert. Also ja, mit Hilfe eines Spachtels kann man die dann immer noch mal etwas anheben. Das funktioniert gut.
so, jetzt gefällt mir das und so lasse ich das und jetzt klebe ich das an mit Hilfe eines Tacky Glues. Das ist dieses Mal aber ein anderer, nicht der aus dem Action. Und dieser Kleber klebt wunderbar, hat aber einen Nachteil, einen entscheidenden Nachteil. Er kommt nicht aus der Flasche raus. Die Düse ist so klein, es ist so ein kleines Loch und der Kleber ist halt sehr dickflüssig, dass man sich da wirklich total quält, den aus der Flasche zu bekommen. Also ihr seht, wie ich da pressen muss, wie meine Knöchel nach außen treten, weil ich die Hand so zusammenpressen muss, dass ich Kleber aus der Flasche bekomme. Das hat mich zur Verzweiflung getrieben. Ja, man könnte natürlich den Deckel abschrauben und mit Hilfe eines Pinsels sich den Kleber herausholen. Das geht natürlich, aber dann ist für mich der Sinn einer Flasche mit Klebedüse ja nicht erfüllt. Ich weiß nicht, welcher Hersteller da, ob die das auch selbst mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich, keine Ahnung. Also das hat mich sehr frustriert. Und jeder weiß, wer selbst bastelt, dass man, wenn man einen Klebstoff benötigt, dann soll der auch schön aus der Flasche kommen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn das verstopft ist oder es halt nicht funktioniert. Das befriedigt einen nicht. Also er klebt wirklich gut, aber er kommt nicht aus der Flasche. Man könnte es jetzt mit Wasser verdünnen, dass er dünnflüssiger wird. Das funktioniert, bloß dann lässt ja auch die Klebekraft wieder nach. Also ja, werde ich beim nächsten Mal sicherlich nicht nochmal benutzen. Ich habe mir jetzt wieder den aus dem Action geholt und der verarbeitet sich einfacher. So, jetzt habe ich hier noch eine kleine selbstgemachte Silikonform aus Knetsilikon. Ich hatte mir mal bei... Dartelastik. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so aus Holzspänen und Gießharz machen die so Formen. Und die sind flexibel. Und da hatte ich so kleine Schleifen. Die sind natürlich auch ziemlich preisintensiv. Kleine Schleifen mir mal gekauft. Und weil man ja zum Basteln öfters mal eine Schleife benötigt, habe ich gedacht, ja, dann warum die nicht abformen? Und habe das mit Knetsilikon gemacht. Hatte ich mir bei Amazon mal gekauft. Das sind zwei Komponenten. Man knetet jeweils Komponente 1 und 2 in der gleichen Menge zusammen. Dann reagiert das miteinander. Und da kann man dann dieses entsprechende Teil, was man abformen möchte, hineindrücken. Dann bindet das Silikon ab. Wenn es dann fest geworden ist, nimmt man halt das Teil wieder raus und hat dann diesen Abdruck und kann das immer wieder benutzen für später. Kann man mit Resin füllen oder halt so wie ich es jetzt hier mache mit Modelliermasse. Also eine schöne Art und Weise, Dinge zu vervielfältigen, die man halt nur einmal hat. Und diese kleine Schleife, die kam mir jetzt hier gerade recht und die nehme ich als Abschluss für dieses Lavendelsträußchen. Da kommt halt jetzt an die Stiele unten noch eine kleine Schleife dran. Ich war dann auch froh, dass ich fertig war, weil mit diesem Kleber hat es wirklich keinen Spaß gemacht zu kleben. Das ging viel zu schwer. Jetzt werden diese Lavendelblüten angestrichen, logischerweise in der Farbe Lila. Dafür nehme ich mehrere verschiedene Violetttöne. Da hatte ich einmal diese Farbe von vorhin, dieses ganz dunkle Violett und einen anderen Violettton von Pentart. Etwas heller ist der und diese drei Farben benutze ich jetzt, um den Lavendel anzustreichen. Was drüber weggeht beim Anmalen, lässt sich nicht vermeiden, so eine ruhige Hand und also ich zumindest habe die nicht. Das muss man dann sofort wegwischen. Das macht sich natürlich hier etwas schwierig, weil die Blüten sehr dicht aneinander geklebt sind und man kommt dann auch nicht so richtig in die Zwischenräume. Da habe ich mir dann aber weitergeholfen mit einem Pinsel, wo ich ein Babyfeuchttuch um den Stiel drum gewickelt habe und dann
damit in die Zwischenräume gegangen bin und diese Farbe weggewischt habe, die daneben gegangen ist. Also das hat auch funktioniert. Man muss immer nur die entsprechende Lösung für das jeweilige Problem finden und dann funktioniert das auch. Das streiche ich jetzt erstmal in der ersten lila Farbe an, Violettfarbe in der dunklen, und dann, wenn das fertig ist, geht es an die nächste Farbe und so weiter. Ja, das dauert jetzt erstmal eine Weile, bis ich da fertig bin. Jetzt habe ich das tatsächlich geschafft, alles anzustreichen, und benutze jetzt die zweite Farbe. Die trage ich partiell auf, nicht mehr so deckend oder dicht wie die erste Farbe, weil es soll ja von der ersten Farbe etwas durchblitzen. Ich habe mich da an echten Lavendel orientiert, der ja auch nicht nur in einem lila Ton vorkommt, sondern so je nach Lichteinfall changiert. Und deswegen benutze ich auch hier mehrere Violetttöne, um diesen natürlichen Effekt möglichst nahe zu kommen. Ja, zum Schluss kommt noch eine dritte Farbe ins Spiel, ein ganz helles Violett, und zwar das, was ich mir ganz zu Anfang angemischt hatte für diese Streifen, die ich aufgestempelt habe. Und damit gehe ich jetzt auch noch mal insgesamt über alle Blüten drüber und tupfe so partiell noch eine dritte Farbe auf. Auch wieder die Rückstände wegwischen gleich, dass das nicht festtrocknet. Auch wenn man das lackiert hat, aber wenn Acrylfarbe erst einmal aushärtet, dann besteht keine Chance mehr, die abzubekommen, außer man kratzt sie ab. Aber dann zerstört man sich auch gleichzeitig wieder das Bild. Da bekomme ich auch wieder Besuch vom Kontrolleur. Der möchte auch mitmachen. Am liebsten würde er jetzt sein Pfötchen in die Farbe tunken und auch mal einen Stempelabdruck hinterlassen. Und sich da jetzt gemütlich hinlegen, um dort zu schlafen. Aber das konnte ich ihm nicht erlauben, da hättet ihr nichts mehr gesehen. Dann hatte ich die Idee, den Rahmen auch mit Lavendelblüten zu verzieren. Ich hatte da noch kleine Transfers, die hatte ich mir mal bei Amazon bestellt. Die sind so ganz klein. Das hat allerdings nur bescheiden funktioniert, da der Rahmen ja so eine geschwungene Oberfläche hat, und da konnte ich, man hatte dann keine Chance, da mit diesem Stick anzusetzen, man ist immer wieder abgerutscht. Also habe ich es dann versucht, mit dem Fingernagel so ein bisschen aufzureiben, aufzukratzen, aber das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, und da ist es dann bei diesem einen Transfer geblieben. Ich wollte das eigentlich ja beidseitig machen, aber das hat nicht funktioniert. So, jetzt werden die Stiele natürlich auch noch angemalt. In Grün logischerweise. Da benutze ich dann auch zwei Farbtöne. Zunächst ein Dunkelgrün von Ideen mit Herz. Ich meine, das ist Tannengrün gewesen. Da kann man aber jedes Grün nehmen, was man da hat. Das hat jeder sowieso verschiedene Sorten zu Hause, deswegen möchte ich mich da jetzt auch nicht festlegen, euch etwas zu empfehlen. Ich kann euch jetzt sagen, was ich benutzt habe, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Und dann halt auch zwischen den Blüten die Stiele nicht vergessen anzumalen, denn bei einem, wer Lavendel kennt, weiß, dass man den Stiel bis oben sehen kann. Die Blüten sind ja nicht so dicht, dass man nur Blüte sieht, sondern man sieht auch immer etwas Stiel, und so mache ich das hier auch, dass ich das dazwischen auch gestalte. Und dann hatte ich mit dem Tannengrün, war ich dann fertig, und dann gehe ich auch noch mal mit diesem Countrygrün, also ein sehr helles Grün, auch noch mal drüber weg, so dass das auch in zwei verschiedenen Farben gestaltet ist, dass das insgesamt natürlicher wirkt. Hier habe ich jetzt noch diese Metallic-Farbe von Ideen mit Herz
in Farbton Platin und damit male ich jetzt noch die kleine Schleife an. Zum Schluss streiche ich auch die kleinen Bienchen noch mit dieser Platinfarbe an. Und ja, dann sind die Malertätigkeiten so gut wie abgeschlossen. Die Anstreichtätigkeiten. Mir war das jetzt im unteren Bereich doch noch etwas zu wenig oder zu nackig, sage ich mal, das Bild. Und da habe ich mich entschlossen, hier noch mit einer Schablone zu arbeiten. Ich hatte hier eine mit französischer Schrift und da benutze ich jetzt da noch diesen Schriftzug. Dafür ganz wenig Farbe verwenden. Also wie bei der Trockenwischtechnik, zunächst etwas Farbe auf den Pinsel auftragen und diesen dann abstreichen, sodass er fast wieder trocken ist und dann erst über die gewünschten Motive auf der Schablone gehen. Mit einem feuchten Pinsel geht's schief. Dann verschmiert die Farbe, die verläuft unter der Schablone immer ganz trocken. Das dauert dann zwar etwas länger, aber dafür verläuft auch nichts. Da muss man etwas Geduld aufbringen. Und mit dem fast trockenen Pinsel, ja, dann sieht das auch so aus, wie man das möchte. Den Bienchen male ich jetzt auch noch die Füße schwarz oder die Beinchen. Füße kann man ja nicht sagen. Kleinen Beinchen, die bekommen noch schwarze Beinchen und ein paar Streifen. Und die Fühler werden noch schwarz gemacht, sodass das auch etwas natürlicher wirkt. Dafür einen ganz feinen Pinsel nehmen. Da kann man natürlich keinen dicken Pinsel nehmen. Der muss dann ganz fein sein. Ja, die Schrift habe ich auch noch mit Sandpapier etwas drüber weg bin ich noch mal gegangen, weil die mir noch zu neu aussah, so dass das dann so ein bisschen distressed aussieht. Jetzt wende ich noch diese Trockenwischtechnik an. Dafür nehme ich die Farbe Elfenbein von PentArt. Das ist so ein gebrochenes, fast ins Gelb gehende Weiß. Und da wische ich jetzt mit ganz leichten Bewegungen und sehr, sehr wenig Farbe über diese Lavendelblüten drüber. Also man macht etwas Farbe an den Pinsel, streicht den wie gehabt trocken wieder, also so dass er fast wieder trocken ist. Und dann geht man ganz leicht über diese Lavendelblüten und dann arbeitet man dadurch diese ganzen Details so richtig schön heraus. Ich gehe auch noch mal insgesamt über das Bild. So, und jetzt benutze ich das Antiquing Gel in der Farbe Braun von PentArt und möchte diesen Untergrund halt jetzt altern lassen. Dafür in einer Richtung mit dem Pinsel streichen. In dem Fall von oben nach unten, weil ich so eine Art Holz nachbilden möchte und diese Holzmaserung dadurch erziele. Das wische ich dann wieder ab. Wir hatten das ja vorher lackiert oder ich hatte es lackiert. Auch die Zwischenräume nicht vergessen mit diesem Antiquing Gel, sonst sieht das nachher komisch aus, wenn der Rest des Untergrunds so bräunlich
gealtert ist und dazu in die Zwischenräume sind dann noch Schlohweiß, das sieht natürlich nicht gut aus. Also das darf man nicht vergessen, man muss dann auch in die kleinen, engen Zwischenräume mit diesen antiken Gehereien. Da mache ich jetzt hier stellenweise, tupfe ich noch etwas so auf, dass dann das so aussieht, als ob das Bild Flecken hat. Und auch die Zwischenräume, ja genau. Überall dazwischen gehen. Und hier und da halt nochmal so mit etwas Farbe auf das Bild tupfen, dass es halt fleckig und alt aussieht. Jetzt habe ich das Antikengel Umbra, damit bestreiche ich diesen Rahmen. Den hatte ich vorher nicht lackiert, weil ich den etwas dunkler wollte. Dann bleibt das etwas mehr haften, wenn man das nicht lackiert. Und nun sieht man auch, dass der diese geschwungene Form hat und dadurch ließ sich dieses Transfer dort auch so gut wie gar nicht aufbringen, weil man da keine Angriffsfläche hatte sozusagen für diesen Transferstick. Ja, alles einstreichen und dann wieder abnehmen mit einem feuchten Tuch und in den Vertiefungen bleibt dieses Antikengel halt hängen. Jetzt noch etwas Goldwachs stellenweise auftragen. Der Rahmen war früher einmal komplett vergoldet und im Laufe der Jahre ist das alles abgeblättert und nur stellenweise kann man noch erahnen, dass er mal golden war. Deswegen halt nur stellenweise dieses Gold sehr dünn auftragen. Ja, das Bild ist jetzt fertig. Jetzt wird das wieder in den Rahmen reingelegt. Die Glasscheibe lasse ich weg, die benötige ich hier nicht. Im vorigen Jahrhundert oder wann auch immer gab es keine Bilder, die Glasscheiben davor hatten, also bleibt das weg. Mit dem Glas kann man etwas anderes später machen. Da werde ich euch dann auch mal zeigen, was man damit machen kann. So, das Bild ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir gefällt es gut. Es hat auch schon seinen Platz in meiner Wohnung bezogen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Darüber freue ich mich immer sehr. Und vielleicht sogar ein Abo. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.